Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4 Großstadtleben. Wir schauen heute auf jeden Fall mal, es wird interessant, die gute Miko war zur Arbeit, genau. So, und die gute Sunny, die hat ja in der Zeit, wo die Miko, genau, der gute, der hier, der Akira, der steht immer noch vor der Tür. Wir haben ihn ja gerade aus seiner Wohnung geklopft, wir haben an der Tür geklopft, wir haben gepocht wie die Verkäufer. Wie die kaputten. Und denn da kamen ganz viele Herzchen aus der Tür. Und tada, wer kam und hat geöffnet? Der gute Akira, mit dem die Miko so eine kleine Liebelei hatte. Und die Sunny hat das Ganze jetzt halt mitbekommen. Und es ist verdammt interessant. Also hätte ich gekonnt, ich hätte letztes Mal noch weitergespielt, weil das war irgendwie so krass. Da kam echt alles auf einmal und ja, es wird, wie gesagt, spannend bleiben bei dem Ganzen. So, ich denke mal, wenn die Miko von der Arbeit kommt, wird die Sunny, sie ist ja ihre beste Freundin, sie wird ihr erzählen, was sie gesehen hat. Und wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie die Miko das aufnimmt, ob sie so sagt, pff, ja, ist ja für mich selbst nur eine Affäre oder wie sie halt reagiert. Das wird auf jeden Fall, wie gesagt, interessant. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall auch mal gucken, was die Sunny für die Arbeit machen muss. Okay, wir haben mit 5 verschiedenen Sims verspielt werden. Okay, verspielt werden. Wir spielen schon, da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine gute Chance, verspielt zu werden. Aber ich denke mal, wir werden runtergehen in die Nachbarschaft, um Unfug zu treiben. Schaut mal! Oh Mensch, Spiel! Warum tust du das? Hier ist der Aaron. Aaron. Unfug. Verbrecher, Kumpan werden. Mit Handschocke reinlegen. Okay, machen wir das mal. Das ist lustig, aber auch nicht so. Naja, fies ist es schon, aber man kann es noch. Man kann noch ein bisschen drüber lachen. So. Okay. Oh, warum hast du schlechte Laune? Ich weiß es nicht. Sie wird es uns nicht verraten. So, ich würde auch im Nachthemd runter in die Stadt gehen. Okay. Lacht er drüber? Ihr zwei, ihr seid lustig. Okay. Ihr könnt ja mal noch ein bisschen flirten. So ein bisschen, die beiden sind ja zusammen. Nee, die sind noch nicht zusammen. Nichts durcheinander bringen hier. Nichts durcheinander bringen. Die hatten auf jeden Fall in einem der letzten Parts ein Date gehabt. Okay. Die beiden können ja noch ein bisschen so ein bisschen rumflirten und so ein bisschen Liebeleien austauschen. Und dann machen wir uns auf jeden Fall weiter. An unsere Arbeitsaufgabe und wir treiben Unfug mit Sims und versuchen mal verspielt zu werden. Die Miko ist von der Arbeit zurück. Zwei Stimmen sichern. Okay. Was macht sie? Wo geht sie hin? Mit. Ah, mit Sunny plaudern. Okay. Wie geht's denn der Miko? Da muss man jetzt mal gucken. Sie ist noch recht fit. Sie kann ja rein theoretisch mal. Können wir hier sprühen? Nee, schade. Sie kann ja. Ach, falsche Seite. Ich will echt immer auf diese, auf dieser falschen Seite runter. Sie kann sich ja mal hier was zu essen. Ups, ein Gemüse kaufen. Okay, das kann ich interessant werden. Oh, das Gewürzfestival! Das Gewürzfestival. Fahren wir hin oder nicht? Nee. Nein, ich weiß nicht. Wir haben heute noch ein bisschen was anderes vor, würde ich meinen. Sunny ist auf jeden Fall kokett. Was macht ihr beiden? Steht ihr immer noch hier? Ach, die sind so süß. Ach, die sind schon süß. Ich glaube, die beiden geben schon ein ganz hübsches Pärchen ab. Und ja, durch die Wand renne ich auch immer, so wie sie gerade. Und ihr steht auch einfach nur rum. Fröhlich vorstellen. Wir müssen auf jeden Fall noch mit jemandem Unfug treiben. Wir kennen hier echt niemanden, Mensch. Ich hoffe ja immer, dass wir jemanden treffen. Ach,
hier ist ja direkt das Gewürzfestival. Da sind wir ja schon automatisch da, stimmt. Wir sind ja auf dem Gewürzmarkt, meine Güte. Ja, ja. Manchmal ist es halt echt komplizierter, als man denkt. Nee, das ist es nicht, aber ja, manchmal, ja, denkt man nicht so weit. Fröhlich vorstellen. Mensch, hier kennen wir echt keinen. Na gut, vielleicht kommen ja noch gleich ein paar Leute. Hier, den kennen wir. Den, die, wie auch immer, ich bin mir da immer nicht ganz sicher. Warte. Darling. Warte, 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 warte. Hat sie sich gerade umgezogen? Okay. Das ist jetzt also schon ein bisschen lustig. Gerade eben hatte sie noch ihre sportlichen Klamotten an. Okay. Ja, okay, okay. Na gut. Mit Handschockerin, wir erschrecken sie mal. Wir verstehen uns eh nicht mit ihr und da können wir nichts verlieren. Und von daher tun wir das jetzt einfach. Gut. Sunny, wo bist du? Wo bist du? Du bist da. Okay, Miko, die ist eingeschlafen. Es ist 18 Uhr. Es ist eigentlich noch ein bisschen zu zeitig zum Schlafen, würde ich mal meinen. Wir können ja mal Essen bestellen. Taquitos, okay, was ist das? Empanadas. Bohnen, Käse, Burrito. Oh ja. Bohnen, Käse, Burrito. Ein Böhnchen, ein Tönchen. Nee, das können wir nicht machen. So. Okay. Was geht hier? Was geht hier? Was macht sie? Sie nach Entbindungstermin fragen. Sie ist schwanger? Ist sie schwanger oder dick? Entschuldigung. Ist sie schwanger oder fällig? Das war jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Kennen wir die jetzt alle schon? Ja. Dann können wir ja rein theoretisch einfach mal ein bisschen Unfug mit den Leuten machen. Und dann müssten wir ja die Arbeitsaufgabe bald mal erfüllt haben. So, die Miko, die haben wir, glaube ich, auch noch nicht reingelegt. Die Miko können wir uns auch nochmal vorknöpfen. Die nimmt uns das eh nicht übel. Die benommen. Voodoo-Zauber, wer hat uns denn jetzt schon wieder mit Voodoo-Zauber belegt? Sunny hat folgende Merkmale von Marvin kennengelernt. Ich heiße Marvin. Okay. Das ist schön, dass du Marvin heißt. Okay, wir machen jetzt mit den beiden noch Unfug. Und dann haben wir es geschafft. Morgen, hey Sunny, hast du Lust, heute Abend abzuhängen? Okay, wo? Oh, zum blauen Samt. Ist das echt dein Ernst? Wir haben zwei coole Diskotheken stehen und sie will zum blauen Samt gehen. Nein, danke. Bitte lad mich in eine ordentliche Diskothek ein. Dann können wir das gerne machen. Aber nicht zum blauen Samt. Hallo, wollt ihr nicht noch Unfug machen? So, Miko, du, wie geht's dir? Ganz gut, okay. Sie kann dann eigentlich rein theoretisch noch ein bisschen das machen, was sie will. Und nein. Moment mal. Wir setzen uns jetzt mal zu der Miko. So. Erstmal machen wir mal eine Gruppe. Sonst rennen die beiden hier einfach auseinander, zusammensitzen. So, tut das mal bitte. 4 von 5, okay. Dann machen wir mit der Miko da noch ein bisschen Unsinn. Ich habe da schon so ein bisschen einen Plan. Miko, setze dich doch einfach mal mit hierhin sitzen. Nein, geh weg! Das ist dein Ernst. So, ihr beiden, ihr könnt euch jetzt mal so ein bisschen unterhalten. Denn der Sunny, der brennt ja immer noch etwas auf der Seele. Nein, lauf doch nicht weg! Ah, es ist echt schwierig mit euch. Ihr macht einen alle. Jetzt steht sie auf, ich glaub's nicht. So, okay. Na gut, sie unterhalten sich. So, wir können mal ein bisschen über den Tag reden. Nach Tag fragen. Nach Tag fragen, genau, das habe ich gesucht. So. Wo will. Oh, Mann! Könnt ihr einfach mal. Nein! Hier, verdammt! Hier hingehen, zusammen hier hingehen. Meine Güte! Dieser verdammte freie Wille, der kann manchmal echt
Deskription. Ist jetzt überlebt. Dieser freie Wille, der kann manchmal echt nervig sein. So. Okay, wir werden sie jetzt mal nach ihrem Tag fragen und sie so langsam darauf vorbereiten, indem wir vielleicht ein Geheimnis ausplaudern, was wir gesehen haben. Oh, Weiber! Verdammt nochmal! Nochmal! Geheimnis ausplaudern. So. Jetzt. Weißt du was? Ich habe heute Akira gesehen. Der hat wahrscheinlich ein Techtelmechtel mit einer anderen. Und sie denkt an Geld, hä? Ist das klar? Also, wir können ja nochmal anders probieren. Blumen ausdrücken, mit alten Freundschickern. Geheimnis. Verrückter Plan, streng vertrauliches Geheimnis. Das können wir auch nochmal machen und dann nach eine tiefgründige Unterhaltung. Ja, also die Sunny wird ihr jetzt alles so richtig schön erzählen, was sie gesehen hat, was der Akira gemacht hat und dann... Ja, mal schauen. Sie sind beide inspiriert, okay. Das war jetzt nicht die Absicht, aber... Ja. So, okay. Auf jeden Fall, wie Sunny sagt ihr das jetzt, dass Akira auch zweigleisig fährt wahrscheinlich. Und dann schauen wir mal, wie die Miku sich entscheiden wird. Ich denke mal, sie wird dem Akira ganz schön die Meinung sagen. Ja. Was sie davon hält, wobei sie ist eigentlich nicht anders. Sie macht es ja genauso. Nee, warte mal kurz. Du kannst mal bitte noch, nach ein Bild. Oh, die war wirklich nur. Ups. Das ist schon ziemlich gemein, einer Frau, die nicht eine Frau zu fragen, die nicht schwanger ist, wann sie ihren Entbindungstermin hat. Huch! Warte mal, hier ist noch die Yuki. Da werden wir sie mal noch ein bisschen necken. Unfug. Zur falschen Party einladen. Okay, tu das. Und dann müssen wir noch verspielt werden und dann haben wir unsere Tagesaufgabe auch erledigt. Zur falschen Party einladen. So, mal gucken, wie sie reagiert. Okay. Sie ist sehr leichtgläubig. Gut. Na gut, okay. Wir müssen verspielt werden. Ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder heim. Und dann, was machen wir dann? Dann, was haben wir denn hier? Einschalten. Dieses Licht. Und dann werden wir das mal hier ausschalten. Dieses Licht. Und dann werden wir hier mal ein bisschen programmieren, Spiel spielen. Dann mal, wo ist es denn? Soziales Netzwerk. Bestellung können. Ich wollte jetzt eigentlich streamen. Bin ich jetzt, ach, mein Gott. Okay, dann werden wir das mal streamen und hoffen, dass wir verspielt werden. Miku Ojo ist bei der Curry-Herausforderung gescheitert. Sie muss mehr scharfe Gerichte wie Curry, Samosa und Belpuri essen, um ihre Gewürztoleranz zu erhöhen. Okay. Ja, Übung macht halt den Meister, nicht? So ist es. Dann können wir mit der Guten auch wieder mal nach Hause kommen. Die kann mal hier ganz dringend noch die Dusche reparieren, bevor sie ins Bett geht. Und dann, ja, dann werden wir sie ins Bett gehen lassen. Jetzt ist Sunny Energie geladen. Warum? Du sollst doch verspielt werden. Warum tust du das? Warum? Warum? So, wir machen mal ein bisschen schneller. So, auf jeden Fall weiß die Miku jetzt schon Bescheid. Und ich weiß es nicht. Ich denke mal, also ich würde so machen, ich würde dann mit diesem Typen abhaken. Komplett. Schluss machen. Naja, zwischen den beiden ist ja nicht so wirklich was gelaufen. Aber eine Liebelei war halt da, ne? Also so ist es nicht. Es war schon nicht ganz ohne. So, dann kann sie mal schlafen gehen.
Und die Tuning-Teile, wo sind die hin? Im Inventar, okay. Sehr gut. Und wie geht es denn der Sunny? Die ist eigentlich noch recht fit. Die könnte... Ach, die ist immer noch nicht verspielt. Das ist echt zum Mäusemerken... Melken, nicht mehr am Haken. Party Frenzy. Masseneffekt, okay. Wir werden das mal abbrechen. Und mal schauen, ob sie jetzt hier verspielt wird oder schneller verspielt. Wow! 1200 Follower dazu gewonnen. Sie hat jetzt insgesamt 15.124 Follower. Das ist verdammt heftig. Wie viele brauchen wir? 10.000? Die haben wir schon. Okay, sehr cool. Das heißt, wir können das nächste Mal befördert werden. Wir müssen nur noch irgendwie verspielt werden. Wir machen nochmal ein bisschen schneller. Dieses Energiegeladen geht eigentlich nicht, einfach nicht weg. Das ist echt gerade ein bisschen blöd. Das ist echt gerade ein bisschen blöd. Das Festival endet in einer Stunde. Okay. Na gut, wir waren ja eh nicht so wirklich auf dem Festival. Wir waren da, aber wir waren halt nur da. So. Komm schon! Werd verspielt. Schnelles Internet dekoriert. Wegen guter Umgebung. Dekoration sorgt für eine schöne Umgebung. Tiefe Bindung wegen Sozialkontakt. Traut es seinem Glück allein wegen Heimvorteil. Merkmal Heimvorteil. Weil Hunger niedrig. Konzentrierter Dekor. Moment mal. Konzentriert. Ist das inspiriert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehe ich gerade ein bisschen schwarz, jetzt heute noch verspielt zu werden. Hunger hat es auch die gute. Da werden wir mal schauen, was noch im Kühlschrank ist. Ein bisschen Auswahl haben wir da noch. Das werden wir mal... Hier haben wir noch was zum Verkaufen. Oh, sehr cool. Geh weg. Mensch, geh doch weg. Das noch... Und das reißt es natürlich wieder raus. 220. Sehr cool. Wir könnten ja auch langsam mal hier an dem Bestreben weitermachen. Wettbewerb auf der Geekcon gewinnen. Das dürfte uns ja nicht wirklich schwer fallen. Mit einem Wert von 100.000 Wohnen. Das dauert noch ein bisschen. Singfähigkeit perfektionieren. Das, ja, könnte man auch mal wieder dran arbeiten. Gut. Du kannst mal bitte... Ja, tu einfach mal. Konzentriert, das ist es. Ah, verdammt, ich glaube, das ist das konzentrierte Dekor. Ich weiß es nicht mehr. Wir können ja mal das ausschalten und nochmal wechseln. Nochmal dieses anmachen. Mal gucken, was dann passiert. So, ist. Meine Gute, ist. Hunger... Harntrang und ein Disco-Nickerchen. So, und dann müsste die Miko eigentlich schon wieder bald fit sein. Ein bisschen dauert es noch. Na gut, okay. Dreckig gemacht. Na super. So, wir warten jetzt einfach mal, bis die Miko aufsteht. Dürfte ja nicht mehr lange dauern. Samstag. Moment mal. Die Miko hat heute frei. Das ist sehr cool. Die Sunny, die muss arbeiten. Ja gut, man muss halt manchmal arbeiten, so ist das. Oder oftmals, meistens. Leider meistens. Arbeit überall. Immer und überall. So ist das im Leben. So, Wohnung wieder schick gemacht. Und ja, dann lassen wir die Miko mal ausschlafen und heute können wir auf jeden Fall mit der Sunny mal wieder was mit dem Aaron machen. Und die Miko könnte heute mal die Nachbarn besuchen. Genau, hier drüben die, wo der Akira wohnt. Weil die Miko hat ja natürlich was gehört von der Sunny, das verrät es aber natürlich nicht, weil das ein streng vertrauliches Geheimnis war. Wobei es eigentlich auf der Hand liegt, von wem sie das dann hat, ne? Naja, gut, egal.
irgendwo muss man ja den Dampf dann loswerden und deswegen macht sie das einfach. So, die Sunny ist natürlich auch schon wieder fit. Das Disco-Nickerchen ist echt schon verdammt cool. Wir können ja eventuell nochmal Comedy Auftrittswitze schreiben, Spiel spielen. Wir können ja nochmal hier ein Spiel spielen. Und vielleicht schaffen wir es ja doch nochmal, dass wir verspielt werden. Aber ich habe die Hoffnung, wie gesagt, schon aufgegeben. Die Miko, die könnte sich mal ein bisschen frisch machen. Und dann Spaß haben. Okay. Level 7 der Videospielfähigkeit erreicht. Sunny kann jetzt Gaming-Livestreams am Computer ansehen und mit den anderen Sims über Videospielprofis tratschen. Alles klar. Sehr cool. So, ihr Lieben. Die Miko macht sich jetzt noch fit und dann geht es, würde ich sagen, los. Aber das natürlich im nächsten Part. Dann werden wir dem Akira richtig die Bude eintreten gehen. So, okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.